Wenn wir in Florida nicht bald rückwärts auf dem Esel sitzen und ein Flötenkonzert geben, dann wächst uns bei der nächsten Tombola irgendwann die Zahnfee aus dem Knie. Und wir alle denken, unsere Lieblingsfarbe sei Donnerstag. Buongiorno. Vi saluto. Salutiamo. Ich grüße euch. Und ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich sehe da Luigi die Nudel, Vincente die Axt und sogar Mario die Butterblume. Was immer der Name zu bedeuten hat. Ich möchte mit euch heute über unsere Vertretung in Florida sprechen. Auch wenn in Florida die Sonne immer scheint, können wir hier in Chicago nicht davon ausgehen, dass wir auf ewig unsere Luftmatratzen mit Krawatten füllen können. Luftmatratzen mit Krawatten füllen. Wie meinst du das dann? Ich will dir sagen, wie ich das meine, Vincente. Wenn wir in Florida nicht bald rückwärts auf dem Esel sitzen und ein Flötenkonzert geben, dann wächst uns bei der nächsten Tombola irgendwann die Zahnfee aus dem Knie. Und wir alle denken, unsere Lieblingsfarbe sei Donnerstag. Donnerstag! Ja, ist gut. Ist ja schon gut. Ich habe verstanden. Echt jetzt? Natürlich nicht. Ich glaube, es mangelt hier einigen an Respekt. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo jeder Einzelne von uns sein Erdmännchen mit Butter eincremen muss. Versteht ihr? Il più stretto il sacramento, la più verde l'anguilla. Je schmaler das Sakko, desto grüner der Aal? Ganz genau. Je schmaler das Sakko, desto grüner der Aal. Ja, habe ich verstanden. Glaube ich. Entschuldige, Al, aber muss es nicht heißen, je breiter das Sakko, desto grüner der Aal? Ja, stimmt. Hast recht. Das macht ja, so wie ich gesagt habe, überhaupt keinen Sinn. Was für Blödsinn! Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, bin ich jetzt verrückt? Ihr müsst ja gedacht haben, was ist denn mit dem guten alten Al los? Spinnt er jetzt total oder was? Genau, ich habe die ganze Zeit nur Bahne verstanden, aber jetzt ist es klar. Ja, jetzt ist klar, oder? Ja. Na dann, nasse Socken, breites Mehl. Nasse Socken, breites Mehl.